So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Ich habe keine Ahnung, wann das Video hier online kommen wird, denn ich habe die ganze Zeit ja so Weißwurst-Tests gemacht, beziehungsweise verschiedene Senfarten getestet, alle anderen Soßen getestet, immer mit Weißwurst in Anlehnung an Kesto, sein Weißwurst-Massaker. Und jetzt mittlerweile bin ich an einem Punkt gewesen, wo ich meine Brille verloren habe, ne, nach einer heftigen Wanderung, Bismarck Blair Witch Project Wanderung, vielleicht habt ihr das ja alle mitbekommen, damals, ich rede jetzt schon mal in der Zukunft, ich warte nämlich gerade drauf, dass ich meine neue Brille bekomme und habe gedacht, weil ich Hunger habe und gleichzeitig auch auf den Hannes warte, dass der Hannes kommt, das ist nämlich das WrestleMania-Wochenende, nehme ich mir mal mein Tellerchen, den ich jetzt dann immer nehmen will, und wir testen heute mal diese Miracle Whip Chili Mayonnaise. Chili Mayonnaise von Miracle Whip. Die sieht auf jeden Fall interessant aus. Sonst habe ich immer was Helles an, sonst habe ich immer was Weißes an. Diesmal habe ich was Schwarzes an, denn wir haben ja eine weiße Soße. Was da sonst so draufsteht, weiß ich nicht. Dafür habe ich hier meine Newsbrille. Die Ersatz mit kaputt und Zeug. Da steht Mayonnaise mit Chili. Wow, wer hätte das gedacht, dass Chili-Mayonnaise Mayonnaise mit Chili ist. Die möchte ich heute mal aufmachen, die möchte ich heute mal probieren. Und das Ganze natürlich wieder zu dieser Packung Weißwürste, wo diesmal kein Kreuzschnitt und kein Längsschnitt drauf ist, sondern hier steht diesmal die Münchner Weißwurstgeschichten der Weißwurst Ecuador. Die Weißwurst war und ist zwischen Alpen und Donau beheimatet, eingebettet in alpinen Schutzwall, kann man im Schatten mächtiger Kastanienbäume in den Biergärten und gemütlichen Wirtschaften seine Weißwurst genießen. Typisch bayerisch mit Reschen, Brezen, süßen Senf und mit guten Freunden. Oder natürlich zu Hause bei Ramses Kitchen mit Chili-Mayonnaise. Die hauen wir jetzt in den Topf rein, machen die dann mal auf, probieren das mal dazu. Ich glaube, das ist bestimmt das Ekligste, was man überhaupt dazu essen kann, weil das einfach nur fettiges, schmieriges Schaf ist in der Tube. So, diesmal habe ich sogar die Herdplatte ausgemacht, was ich nämlich sonst immer vergessen habe. Ihr seht hier auch, das ist auf jeden Fall heiß, deswegen beschlägt das auch. Wir tun jetzt die Würste da rein. Aber Vorsicht, nicht verbrühen. So, 3 und hier die 4. Au! Und da kommt noch die 5. Die 5 kommt noch hinterher. Jetzt haben wir hier 5 Weißwürste. Wunderbar. Die müssen jetzt 10 Minuten rumliegen. Adi, du zählst die Zeit. In 10 Minuten um sind, sagst du Bescheid. Und du darfst dann auch die erste Wurst angucken. Nicht essen, aber angucken. Adi, Schatz. Adi, alles Gute. Legst du dich hin? Brav, guck mal, wie er hört. Batsch, batsch. So, die Weißwürste sind jetzt hoffentlich fertig. Ich habe gerade wieder Stress meines Lebens, deswegen schnell die Weißwürste reinschlingen und dann gleich los und dann gleich ab und dann gleich noch hier und dann gleich noch da. Guckt euch den Topf an mit den Weißwürsten. Das sind Weißwürste, das sind 5 Stück, 5 Weißwürste für das Chili Mayo, die weiße Chili Mayo für die weißen Weißwürste. Deswegen heißen die auch weiß, ne? Wir nehmen jetzt mal hier eine raus. Die sind die, ah ja, die sind einzeln, okay. So, warum sind die so dick? Waren die sonst auch so dick? Ich glaube, die war jetzt so lange im Wasser, dass sie einfach nur mega dick geworden ist. Und ich werde jetzt einfach mal hier hinten den Pelz aufschneiden. Alles aus den vergangenen Folgen habe ich vergessen, habe ich verlernt, wie man die eigentlich isst. Deswegen ziehe ich jetzt hinten einfach mal da dran. Und dann gehe ich dann vorne hin und dann fange ich an, das nach links und rechts. Das ist der Ramses-Schnitt, merkt euch das. Ihr durchtrennt einmal komplett hier alles, als wäre es so ein Brötchen, als würdet ihr da ein Hotdog-Würstchen reinlegen wollen. Und dann zieht ihr einmal hinten den ganzen Gulasch ab. Das ist der Ramses-Schnitt, guckt ihr das an. Jetzt habe ich die Hände voll, aber wir müssen dann noch die Chili-Mayo aufmachen. Das heißt, wir schütteln die nochmal. Jetzt habe ich schon gesehen, wie die Dose rausfliegt aus dem Fenster. Also die Packung, das ist auch noch zu, das ist wichtig. Ich teste ja das nicht vorher und sage dann, oh, das ist das erste Mal, wenn ich schon die ganze Zeit davon esse. Also hier wird, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Wenn ich sage, ich teste das, dann teste ich das. Der Adi, der testet auch was gleich. So, jetzt hätte ich eigentlich mal schnüffeln können, wie das riecht. Wir können uns, wir machen uns mal einen kleinen Tropfen auf den Teller irgendwie, hier so, irgendwie so hin. So, sieht man das?
Das ist der kleine Tropfen Chili-Mayonnaise. Da könnt ihr mit der Wurst hier so rein. Dann seht ihr da vielleicht auch so kleine rote Punkte. Das sind dann die Chilis in der Mayonnaise. Und das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Die Wurst ist noch lauwarm, das ist sehr gut. Eigentlich sollte man die ja richtig schön heiß essen. Mir fehlt irgendwie der Geschmack von der Chili-Mayonnaise. Ich merke nur diese extrem aufdringliche Weißwurst. Aufdringlicher denn je. Aber wo ist der Geschmack von der Chili-Mayonnaise? Ich glaube, da braucht ihr wirklich Pommes dazu. Ihr braucht Pommes. Ne? Gibt es was anderes, was man zu Mayonnaise isst? Burger. Ich habe irgendwie eine Fettnote auf der Zunge. Vielleicht bitzelt sogar was im Hintergrund. Weil das scharf sein soll, aber irgendwie. Noch Scheibe Toast dazu wäre wahrscheinlich das Highlight. Wir schmieren das mal hier vom Teller ab, hauen uns den Rest noch rein, beziehungsweise wir können ja mal hier mit dem Finger einfach so probieren. Boah, ist ein ganz anderes Erlebnis, wenn du das an den Finger machst. Dann hat das sogar irgendwie eine süßliche Note. Cremig, süßlich und trotzdem ein bisschen Schärfe im Hintergrund. Von Miracle Whip, der Nummer 1 Mayonnaise-Marke around the world. Esst das nicht zu Weißwurst. Esst das bitte zu allen anderen Sachen, aber nicht zu Weißwurst. Ich glaube, ihr könnt das schöne Chili-Pommes mitmachen, schöne Portion Pommes, bisschen Chili-Mayo daneben, das ist bestimmt richtig genial, aber nicht so Weißwurst, das ist leider nix, da habe ich wieder mal in die Toilette gegriffen, 4 Stück sind noch da, die haue ich mir jetzt rein mit Toast gleich, würde sagen, das war's von meiner Seite aus, Miracle Whip, Mayo, Chili, wenn ihr das seht, wenn ihr das kennt, schreibt mal rein, wie ihr das findet, wenn ihr das nicht kennt, probiert das mal. Vielleicht auf einen Burger kommt das bestimmt mega gut. Wenn ihr das alleine probiert, ist schon interessant. Schön Pommes dazu. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Mmh.